Willkommen zu einem neuen Beitrag. Und jetzt ist es passiert, etwas, von dem ich erwartet hätte, dass es maximal frühestens 2016 kommen würde. Das erste Land hat dieses unsägliche Toleranzgesetz eingeführt. Für die, die jetzt noch nicht so im Thema sind, muss ich das Ganze noch einmal kurz zusammenfassen. Die genauen Infos darüber findet ihr aber in dem Film Toleranz frisst Freiheit, den ihr auf meinem Kanal findet. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut euch den Film bitte an. Dieser Gesetzesentwurf des Toleranzgesetzes, der ist durch eine Organisation entstanden, die nennt sich ECTR, und das ist eine Organisation, die das Europäische Parlament in der Gesetzgebung berät. Es gibt eine Organisation, die heißt Dignity Watch, und die sitzt ebenfalls in Brüssel und die überwacht so ein bisschen die Gesetzgebung des Europäischen Parlamentes. Und die haben auf ihrer Website geschrieben, dass dieses Gesetz, wenn es denn durchkäme, das Ende der Meinungsfreiheit in Europa ist. Ganz kurz, worum es geht. Die lange Ausführung findet ihr, wie gesagt, im Video. Dieses Gesetz verbietet zukünftig jegliche Äußerung gegenüber Minderheiten, die negativ sind. Wer doch seine Meinung darüber kundtut und die ist nicht positiv, der wird dafür Gefängnis bekommen. Und Jugendliche, die sollen in Umerziehungseinrichtungen kommen, wenn sie dem Gesetz nicht entsprechen. Damit das Ganze überwacht werden kann, sollen neue Behörden geschafft werden, und zwar Überwachungsbehörden, sprich Leute, die in Zivil sich innerhalb der Bevölkerung bewegen und dorthin hören, wer was sagt. Kein Spaß, genau das steht in diesem Gesetz mit drin. Ferner soll es im Fernsehen mehrmals in der Woche sozusagen Unterricht über das Toleranzgesetz geben, und zukünftig soll ab dem Kindergartenalter bis hinein ins Studium wöchentlich Toleranzunterricht geleistet werden. Und dieses Gesetz hat noch viel mehr schlimme Dinge in sich. Grundsätzlich kann man sagen, die freie Meinungsäußerung ist mit diesem Gesetz Geschichte. Als ich das erste Video über dieses Gesetz angefertigt habe, kamen da von der üblichen Seite, die YouTube-Professoren und die YouTube-Polizei, da kamen Kommentare, da konnte man sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen. Das fing also damit an, dass erstmal geleugnet wurde, dass dieses Gesetz überhaupt existiert. Tatsache ist, dass ich in diesem Video einen Link zu der Seite des Europäischen Parlamentes gesetzt habe, wo man diesen Gesetzentwurf als PDF-Datei herunterladen konnte. Das haben die in all ihrer Weisheit dann einfach mal ignoriert. Hauptsache, man kann sagen, so ein Gesetz gibt es nicht. Dann wurde mir gesagt, ja, selbst wenn es so ein Gesetz gibt, das ist europäisches Recht, das interessiert uns hier überhaupt nicht, wir haben eigene Gesetze. Dass dies nicht so ist, das habe ich dann auch mit einem entsprechenden Link gleich belegt. Da habe ich auf die Seite der Eurolex verwiesen. Das ist die Seite, wo die Europäische Union, also das Europaparlament vielmehr, ihre Gesetzesvorschläge und Gesetzesentwürfe in fast allen Landessprachen veröffentlicht. Und dort gibt es eine eindeutige Erklärung, die sagt, dass das EU-Recht immer über nationalem Recht steht und dass die einzelnen Nationen innerhalb der Europäischen Union verpflichtet sind, die Gesetzesvorschläge, wenn sie denn durchgewunken sind beim Europäischen Parlament, in ihre Gesetze aufzunehmen und umzusetzen, und auch wenn sie gegen deren Grundgesetz verstoßen. Das ist europäisches Recht, ja? Auch wenn sie gegen das Grundgesetz verstoßen. Ansonsten drohen diesen Ländern eben Sanktionen. Und auch das ist eine offizielle Erklärung des Europäischen Parlamentes, aber auch das wurde von den Herrschaften völlig ignoriert. Und wahrscheinlich wird es auch ignoriert, dass jetzt das erste Land dieses tolle Toleranzgesetz eingeführt hat. Ich werde diese ganzen Sachen noch einmal unter diesem Video hier verlinken. Der Gesetzentwurf, der ist in Englisch, aber es gibt mittlerweile, ihr braucht nur Toleranzgesetz bei Google eingeben, gibt es mittlerweile reichlich deutsche Übersetzungen zu lesen. Die, die sich informieren wollen, die können das sehr gerne tun, und diese selbstherrlichen Ignoranten, die immer noch erklären wollen, das gibt es alles nicht, obwohl es eindeutig auf der Seite des Europäischen Parlamentes zu finden ist, und ich bin nicht so dicke mit denen, dass die für mich extra einen Gesetzesentwurf dort ablegen, den es gar nicht gibt, ja, die lassen es einfach. Diejenigen, die meinen Kanal schon etwas länger kennen, die wissen ja, dass ich meine Videos vor dem Hochladen immer von einem Freund begutachten lasse, der Anwalt ist, so auf strafrechtliche Relevanz, da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein mittlerweile.
Und er hat mir das einfach auch bestätigt, dass dieses Gesetz einfach so existiert, wie es dort steht. Aber er hat mir noch ein paar andere Dinge erzählt darüber, was dieses Gesetz eigentlich jetzt in sich birgt, was eindeutig zeigt, dass die EU keine demokratische Organisation mehr sein will, sondern eine Diktatur. Schon vor ein paar Monaten war in der Presse die Meldung zu lesen, dass Rumänien das erste Land sein könnte, das das Toleranzgesetz einführt. Allerdings verlagerte sich das Ganze dahin, dass es wahrscheinlich Schweden oder Ungarn sein würde. Beide haben es aktuell nicht gemacht. Schweden braucht es eigentlich gar nicht, da darf man eh kein Wort mehr sagen, ohne dass man dafür bestraft wird. Und Ungarn, ja, aus gegebenen Anlass, die haben im Moment, glaube ich, andere Sorgen. Ja, Rumänien hat dieses Gesetz nun eingeführt und ich habe da einen sehr netten Kontakt nach Rumänien, der mir das auch nochmal bestätigt hat. Das Ganze ist jetzt circa 5 Tage her, da wurde das im Radio und im Fernsehen verkündet. Ja, und zwar durch einen dortigen Politiker, der trägt den Namen Liviu Dragnea. Ich denke mal, das ist komplett falsch gesprochen, aber der war es nun mal. Ja, und somit ist Rumänien das erste Land, das nun über dieses Toleranzgesetz verfügt. Inwieweit das Ganze jetzt schon angewendet wird, das ist natürlich fraglich, denn dieses Gesetz, so wie es übernommen wurde, das hat für uns als Bürger einen gravierenden Nachteil, aber für die Herrschenden in den Ländern einen immensen Vorteil. Es ist nämlich nur darin erwähnt, wie zu bestrafen ist, also wer zukünftig gegen Minderheiten spricht, wer Witze über Minderheiten macht, wer über Minderheiten schimpft, etc., etc., der ist mit Gefängnis zu bestrafen. Das steht definitiv so da drin und das hat dann seine Gültigkeit auch hier bei uns. Das Problem ist, dass kein Zeitrahmen angegeben ist. Und sowas gibt es in einer, in Anführungsstrichen, oder offiziell vertretenen Demokratie, wie wir sie haben sollten, also ihr wisst schon, was ich meine, gibt es das nicht. Es muss ein Strafmaß in einem Gesetz vorhanden sein, in einem demokratischen Staat. In Diktaturen muss es das nicht. In Diktaturen, da entscheidet der Richter, wie lang du in den Bau wanderst, wenn du irgendwas gemacht hast, was der dortigen Regierung nicht gefällt. Aber genau das ist mit diesem Gesetz jetzt so gegeben, denn es gibt keine Strafmaße, es gibt nur die Beschreibung der Strafe, also Gefängnis, aber das Strafmaß ist in keinster Weise festgelegt. Das heißt, jeder Richter, der kann jetzt nach Gutdünken sagen, 1 Jahr, 2, 5, wie ihm das gefällt. Ich weiß, dass das absolut unglaublich klingt, aber im Moment ist die Sachlage einfach so. Und auch die Bestrafung von Jugendlichen, die in diesem Gesetz so verankert in eine Umerziehungsanstalt sollen, wenn sie sich nicht gesetzeskonform verhalten. Das heißt also, wenn sie in der Schule mal ja irgendeinen Angehörigen einer Minderheit entsprechend beleidigen, und in Schulen, wisst ihr ja, da fliegt ja schnell mal das Wort, dann kommen diese Jugendlichen in eine Umerziehungsanstalt. Das ist wortwörtlich so da drin festgelegt in diesem Gesetz. Da steht aber auch nicht, wie so eine Anstalt aussieht. Da steht nicht drin, wie lange. Da steht gar nichts drin. Das heißt, im Prinzip kann die Europäische Union, das Europäische Parlament, sagen, das ist jetzt in irgendeinem Knast für 8 Monate. Oder die entsprechende Regierung sagt, das ist jetzt in irgendeinem Knast oder in irgendeiner Anstaltung für ein halbes Jahr oder als Aggressionsabbau-Segeltörn vor Griechenland oder was weiß ich. Es gibt überhaupt keinerlei Beschreibung dessen, wie so eine Strafe auszusehen hat und wo sie durchgeführt wird. Das ist diktatorisch. Damit gibt man dem Staat und der Gerichtsbarkeit, ja, die Entscheidung, frei über ein Strafmaß zu verfügen, wie es einem gerade gefällt. Und sowas ist eigentlich undenkbar. Undenkbar und auch in unserem Land eigentlich undenkbar. Aber kommt dieses Gesetz auch bei uns einfach so reingeflogen, so wie es jetzt in Rumänien der Fall ist, dann wird es auch hier so sein.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, dass Rumänien dieses Gesetz einfach einmal angenommen hat, es aber noch nicht vollzieht und entsprechende Maßnahmen erst einmal gesetzlich regelt. Oder sie nehmen es einfach so und verfahren so, wie ich beschrieben habe, mit Strafmaß nach Gutdünken eines Richters. Nun wurde ja gesagt, dass das Ganze erst 2016 mal langsam in die EU eingeführt werden sollte, dieses Gesetz. Und wenn überhaupt, und das könnte ja noch etwas dauern, weil das ist echt das allerletzte dieses Gesetzes. Es ist wirklich das Ende jeder Meinungsfreiheit, jeder Freiheit, öffentlich seine Meinung zu vertreten. Da gibt es wirklich Knast für, wenn das nicht zu diesem Gesetz passt. Natürlich wird nicht jeder verhaftet werden, der dann etwas in dieser Richtung sagt. Aber es wird, glaube ich, eine ganze Menge abschreckender Fälle geben, in denen dieses Gesetz angewandt wird. Und zwar so lange, bis wir alle freiwillig die Klappe halten. Und auch diese Art Videos, die ich hier mache, ja, wenn die nicht regelkonform sind, bedeutet das auch für mich Gefängnis, so wie für jeden anderen YouTuber, der irgendetwas in der Richtung macht, was dem Staat nicht gefällt, kann er dafür in den Bau wandern. Das alles birgt dieses Gesetz eben in sich. Naja, jedenfalls habe ich mich gefragt, warum kommt dieses Gesetz jetzt so plötzlich weit vor der Zeit, die angepeilt war, wo dann mit der Umsetzung begonnen werden sollte. Und ich bin mir sicher, wenn das kommt, das gibt noch richtig viel Spaß und viele Demos und Krawall, weil ich glaube, das lässt sich so schnell keiner bieten, kein Land, auch wir nicht, da gehe ich einmal von aus. Aber dann wurde mir klar, einen besseren Zeitpunkt, um das jetzt mal ratzfatz, langsam aber sicher in die EU einzuführen, den gibt es doch gar nicht. Wir brauchen nur einmal in unser eigenes Land zu schauen. Wenn wir dieses Gesetz hätten, dann wäre Schluss mit jeder Form von Kritik an diesem Flüchtlingsstrom oder an den Flüchtlingen selber, der zu uns kommt, wäre damit verboten. Ein wunderbarer Freibrief für die Regierung, endlich machen zu können, was sie will, und das Volk hat das Maul zu halten, sonst geht es in den Knast. Und zu nichts anderem ist dieses Gesetz da. Dieses Gesetz ist dazu da, die Meinungsfreiheit komplett abzuschaffen. Der Spaß dabei ist, dass in diesem Gesetz ja noch nicht einmal definiert ist, was sind denn überhaupt Minderheiten. Da werden dann einige Beispiele genannt, zum Beispiel Feministinnen. Ja, das heißt also, man darf zukünftig auch keine Witze mehr über Feministinnen machen. Das gilt dann auch als schwere Straftat. Und natürlich ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, aber es ist nichts genau definiert. Das heißt einfach, dass der Staat, der jeweilige Staat, der dieses Gesetz einführt, selbst bestimmen darf, was ist bei uns eine Minderheit und was nicht. Ja? Und damit hat der Staat auch die Möglichkeit, und das ist definitiv so gegeben, zu sagen, Politiker sind aufgrund der Anzahl, gemessen an der Bevölkerung, eine Minderheit und damit darf man nichts mehr gegen die Politik, gegen Politiker und deren Entscheidungen sagen. Damit ist man dann ein Kandidat für den Knast. Und das liegt eben daran, dass in diesem Gesetz nichts, aber auch gar nichts geregelt ist. Dieses Gesetz ist so aufgebaut, dass jeder Staat daraus eine absolute Meinungsdiktatur formen kann. Es ist weder geregelt, ob wir hier von ethnischen, religiösen, politischen, ja, lebensphilosophischen Minderheiten oder was auch immer reden. Ja, das kann jeder Staat selber für sich entscheiden. Und das bedeutet eindeutig Ende Gelände für die freie Meinungsäußerung, weil der Staat dann das Recht hat, jegliche Kritik an sich selbst zu unterbinden, indem er die ausführenden Politiker als Minderheit deklariert. Damit darf man keinerlei Kritik und noch nicht mal mehr einen Witz über diese Herrschaften machen. Und wer jetzt noch in seiner rosa Traumwelt lebt und sagt, das Ganze gibt es nicht, schlaft schön weiter, ihr werdet das ganz bestimmt noch merken. So wie dieses Gesetz ist, ist ganz klar, das ist ein Gesetz einer diktatorischen Regierung, die zur Unterdrückung der Bevölkerung dient. Und das ist von unserem Europäischen Parlament durchgewunken worden. Und damit hat die EU eindeutig die Maske fallen lassen.
Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sehen, was passieren wird. Wie schnell wird dieses Gesetz in den anderen Ländern eingeführt werden, in den anderen EU-Ländern? Ich persönlich denke, dass für die Regierungen der EU und besonders für unser Land keine bessere Zeit dafür sein könnte als jetzt. Aber wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet. Das ist eine Mutmaßung von mir. Da gibt es keinen Beleg für. Das ist eine reine Einschätzung von mir. Ich denke mal, wenn die Stimmung kippt in unserem Land gegen die gegenwärtige Situation, dann wird dieses Gesetz unter Umständen sehr schnell kommen, denn damit kann man dann dafür sorgen, dass keiner mehr irgendwas sagt. Und dann haben wir auch wieder so etwas wie eine Stasi. Ihr wisst ja, diese Behörden, die eingeführt werden sollen. Dann haben wir wieder Leute, die sich an die Theke unter die Thekengäste mischen, um zu hören, wer was sagt und dann entsprechend zu melden. Da kommen also ganz wunderbare Zeiten auf uns zu. Ich weiß, wie das alles klingt und ich kann nur nochmal sagen, lest euch dieses verdammte Gesetz durch. Seht, dass es auf der Seite des Europäischen Parlaments liegt, das könnt ihr in der URL oben lesen, und versteht, was drin steht. Da kommt was auf uns zu. Das haben wir, glaube ich, in unseren wildesten Träumen nicht für möglich gehalten. Das ist NWO live. So sieht sie aus. Für den Anfang, da wird sicher noch einiges nachkommen. Ja, wenn euch der Film was gebracht hat, streckt mal den Daumen nach oben und schreibt mal eure Meinung dazu, was ihr so denkt darüber. Und wir alle sollten mal ein bisschen die Entwicklung in Rumänien im Auge behalten. Da kommt zwar recht wenig zu rüber, weil das für unsere Presse, Anführungszeichen, nicht so interessant ist, Anführungszeichen, oder vielleicht auch nicht so verbreitet werden soll. Deshalb muss man ein bisschen rumforschen. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der ja die Landessprache beherrscht und euch da von den einheimischen Artikeln was übersetzen kann. Dann denke ich mir, könnt ihr euch von da auch nochmal die Bestätigung holen, dass das kein Spaß ist. Und ja, lasst mal einen Kommentar da und wir hören und sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Beitrag. Ich wünsche euch was. Bis dann.